Wenn es so kriselt im Ferienland und immer noch weniger Gäste kommen, dann müssen wir unsere natürlichen Ressourcen stärken und einfach noch kreativer und auch positiver am Markt agieren. Dann können wir in ruhigen Zeiten endlich wieder auf Erfolgskurs einschwenken. Wir haben echte Einheimische als unverkrampfte Wissensträger eingebunden, mit ihnen zusammen individuelle Ferienlösungen zugeschnitten und die gerade noch selber ausprobiert. Brechen wir auf. Erlebniswochenende der Sonderklasse. Freuen wir drauf. Auf geht's. Hopp! Oh. Dann eben her. Aber. Ich komme gerade vom Toni, oder? Das war geil. Den ganzen Tag so Dinger schleppen lassen, die Balken, die man da hinten sieht. Das ist hoch schwer. Aber es ist geil, oder? Kommst du an deine Grenzen wieder? Kommst du so richtig, wirst so richtig gefordert mal endlich, oder? Ich muss dir hinterher helfen. Ja, könnte man sein. Gut. Ja. Heute. Ja. Sag mal. Ich schaue. Ich will einen haben, hüpfen. Ich finde es geil, fühlst du mal so wieder richtig. Endlich mal wieder wie ein Mann, oder? Du musst gerade, nicht schräg, du musst gerade. Mal etwas machen, körperlich, endlich etwas machen. Nicht nur im Kopf. Es wäre doch gelacht, wenn so eine neu entwickelte Destination Unterrealta nicht ein klein frischer Wind könnte in die vernagelten Tourismusköpfe bringen. Hautnah, wohltuend und wahrhaftig. Also, wir müssen den Spannferkel ins Eisholzen. Wichtig ist vor allem die Stelle, wo man nicht immer genau zukommt. Graubünden spricht alle Sinne an und geht strukturiert in Zukunft. Willkommen in der fremden Industrie. Graubünden zeigt seine echten Geschichten.